Ich werde ihn wieder zurückschicken. Hätte ich mir mal doch eine Playstation gewünscht. Papa, warum hast du mir sowas angetan? So könnte es aussehen, wenn ihr dieses Video nicht guckt. Jawohl, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, das ist er. Der Traum wahrscheinlich einiger Kinder zu Hause. Der Siku Raupenbagger kostet rund 200 Euro, gibt es bei Amazon. Ich habe mir den bestellt, um den einfach mal euch zu zeigen. Es gibt einiges, bevor ihr den kaufen solltet, was ihr unbedingt beachten müsstet. Ob das Gerät überhaupt was für euch ist, ist natürlich eine Frage. Mal davon ab, macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß damit, hier auf meinen kleinen Sandhaufen zu arbeiten. Aber ganz wichtig auf jeden Fall, schaut euch das Video bis zum Ende an. Ab geht's. Ich stelle hier Produkte auf meinem Kanal vor und ich lebe davon auch, weil ich die Produkte empfehle und daran Geld verdiene. Ich möchte auf diesem Kanal natürlich auch Aufklärung betreiben und einige enttäuschte Kinder dieses Leid hier ersparen. Also ich würde sagen, fangen wir mal von vorne an. Also das hier ist der Siku 6740. Das ist ein Raupenbagger, wirklich schön detailgetreu hergestellt. Und das Ganze, wer Siku kennt, Siku Control 32, damit lassen sich auch mehrere Sachen steuern. Und wir haben auf jeden Fall eine realitätstreue Steuerung, alles proportional und wirklich realistisch, wie dieser Bagger hier arbeitet und verarbeitet, ist auf jeden Fall ganz klar. Erstmal zu dem, was ich ganz schade finde. Das Ganze ist relativ teuer, kostet ja 200 Euro rund auf Amazon. Der Link ist in der Infobox und ihr dürft ihn trotzdem gerne anklicken, aber ich würde ihn nicht kaufen. Warum? Weil das Ganze einfach mal viel zu teuer ist für ein Produkt, das made in China ist. Ich finde es total schade, dass so Siku da mittlerweile produziert. Und ich finde auch, dass man so etwas nicht unterstützen sollte. Obwohl es einige Vorteile und hat auf jeden Fall. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich zeige euch das ganze Modell einmal, wie das überhaupt funktioniert und aufgebaut ist. Zuerst einmal mit den Akkus. Ich meine, in der Fernbedienung haben wir die Standard-Akkus drin, das ist gar kein Problem, aber im Bagger selbst haben wir diese C-Batterien drin, oder wie man die auch nennt, als Akku relativ teuer. Und in der Akkulaufzeit ist dieser Kamerad damit auch ziemlich schwach, muss man ganz klar sagen. Weil ich finde 10 bis 20 Minuten bei so einem Modell, wenn man da am Arbeiten ist, überhaupt nicht viel. Ich meine, gut, er bewegt sich zielvoll kräftig, bis die Batterie auf jeden Fall leer ist, aber ich finde die Zeit halt schon relativ kurz, muss ich sagen. Was können wir über die Fernsteuerung steuern? Wir haben hier einmal unseren Lichtbutton. So geht dann nach und nach überall die Beleuchtung an. Die erste Beleuchtung finden wir vorne am Bagger. Drücken wir dann nochmal, dann sehen wir natürlich oben an der Kabine auch nochmal ein Licht. Und drücken wir dann wiederum, haben wir oben am, ich glaube, das nennt man Greifarm. Ich bin da jetzt nicht der Fachmann für, auf jeden Fall auch nochmal Licht. Mit der nächsten Taste haben wir die Möglichkeit, den Bagger wieder in die Grundstellung zu bringen. Also er dreht dann immer links herum wieder in die Grundstellung. Wir können das den ganzen Turm quasi einmal in der Runde drehen. Wir sind da nicht irgendwie begrenzt, also wir können so oft wie wir wollen hier unseren Bagger in der Runde drehen. Hinten am Bagger sehen wir dann einmal unseren Auspuffschnorchel. Das ist dann gleichzeitig die On- und Off-Taste. Leider bei sehr vielen Modellen hier ohne Funktion. Musste das dann mit Klebeband, mit Panzertape tapen, dass er überhaupt Kontakt zur Fernbedienung bekommt. Eben 3 Sekunden drücken. Und er baut die Verbindung auch nicht immer zur Fernbedienung auf, muss man sagen. Was anfangs noch sehr zuverlässig funktionierte, funktioniert jetzt gerade zum Beispiel wieder nicht. Ich finde das für einen Bagger gerade in der Preisklasse echt schlecht, muss ich sagen. Die Ketten selbst sind aus Gummi. Die fallen in der Regel nicht ab. Die können auch sehr viel Sand ab, muss man auf jeden Fall sagen. Der Rumpf selbst ist aus Metall. Alle anderen Sachen hier sind überwiegend leider aus Plastik, muss man sagen. Batterien werden hier unten nachgefüllt. Wie gesagt, alle 10 bis 20 Minuten ist es soweit. Dann muss Fatih wieder ins Portemonnaie greifen. Ja, was die Funktion angeht, wir können hier natürlich den Arm heben und senken. Da gibt es bestimmt auch noch irgendeinen Fachbegriff zu. Dann können wir hier unsere Schaufel öffnen und schließen. Dann können wir hier den vorderen Arm einmal heben und senken. Ich sag mal Turm. Ich weiß nicht, wie man das beim Bagger nennt. Da gibt es wahrscheinlich noch andere Fachausdrücke für, aber hier lässt sich alles wunderbar in der Runde drehen. Wollen wir hier mal ein bisschen was wegkratzen. Also man muss sagen, mit schwerem Sand hat er schon ordentlich zu tun. Ich denke mal mit
leichtem bzw. feinen Sand, der getrocknet ist, kann man da auf jeden Fall schon mehr machen. Haben wir ein bisschen zu viel Druck drauf und das finde ich schade, dann hören wir das hier knattern und das muss eigentlich nicht sein, finde ich. Und ich finde, das ist jetzt nun wirklich nicht viel, viel Sand, der hier drin ist. Was er wiederum kann, er kann sich selber anheben. Also da ist er wiederum sehr kraftvoll. Vielleicht ist auch vorne bei mir das Getriebe kaputt. Ich kann es nicht sagen, aber das hier bei so einem teuren Spielzeug, das darf nicht sein. Dann müsste schon irgendwie so eine Lastabschaltung sein, wie man das auch immer nennt. Aber ja, das halte ich für ein Spielzeug eigentlich in der Preisklasse eher schlecht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, aber ich finde, bei dem Preis, da sollte eigentlich schon mehr gehen von der Qualität her jetzt. Also für mich ist es einfach ein etwas besseres China-Plastikspielzeug. Und mir tut das auch irgendwo richtig leid, weil die Idee dahinter finde ich richtig gut. Aber das Spielzeug ist in meinen Augen sein Geld nicht wert. Es kann ja auch sein, dass ich mich da täusche, aber ich finde, ein Spielzeug in der Preisklasse, da sollte nichts knacken. Es sollte alles ein bisschen wertiger sein. Und es wirkt hier eher so, als wenn man an das Geld der kleineren Kunden möchte und sich daran bereichern möchte. Musikunterricht, ne? Wenn man einen coolen Beat braucht, dann ist das vielleicht genial. Aber ich finde, als Kinderspielzeug sowas. Und wenn man die Rezensionen durchliest, dann sind ganz viele Defekte, ganz viele Probleme mit diesem Mini-Bagger vorhanden. Und deswegen möchte ich euch auf jeden Fall davor bewahren. Das Teil ist zwar cool, ja, aber sein Geld überhaupt nicht wert. Ich mache normalerweise keine Videos von irgendwelchen Produkten, die nicht funktionieren, weil ich damit kein Geld verdiene. Ich verdiene mit Produkten, die funktionieren, die kann ich zeigen und die Leute sagen, oh toll, ja, ich bestelle über den Link aus Dankbarkeit. Aber das hier, liebe Herren und Damen da draußen, ist einfach nur Schrott. Und ich möchte auf jeden Fall die Leute davor bewahren. Kinder, hört euch das mal an. Das ist doch nichts. Ich möchte Kinder vor traurigen Momenten bewahren. Und Eltern sind ja auch traurig, wenn die sowas verschenken. Das ist sein Geld nicht wert. Ich meine, dann wundern die sich, dass die alle PlayStation spielen und PC spielen, ne? Aber wenn nur noch so ein Schrott bei rumkommt. Ich hoffe, der Hersteller sieht dieses Video auch. Es wird da vielleicht mal dran gearbeitet, an Verbesserungen. Hier winkt euch der Bagger nochmal zu. Das war da dann nichts. Und liebe Kinder, seid nicht enttäuscht. Ich meine, ja, das ist schon cool, ne? So vom Grundprinzip her ist das nicht schlecht, was der alles kann und welchen Funktionsumfang der hat. Aber diese Funktionen sind, wie gesagt, eingeschränkt. Die Batterien, die halten nicht wirklich lange, wenn man damit reell arbeitet. Wahrscheinlich ist es auch nicht gewünscht, in solchen Sand hier herumzufahren. Aber wozu habe ich dann Bagger, der so viel Geld kostet? Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und konnte einige enttäuschte Kindergesichter vermeiden. Und ja, ciao. Trauriger Tag heute, ne?